Wir wollen uns diese neue Entwicklung, diesen vermehrten Einsatz der digitalen Technologien im Gesundheitswesen jetzt aber auch aus ethischer Perspektive ansehen. Nicht alles, was die Menschheit im letzten Jahrhundert entwickelt hat, war ethisch wertvoll. Dass uns das hier nicht passiert, ich glaube, das können wir garantieren, unter anderem auch durch die Hinzuziehung von Experten, Expertinnen, wie zum Beispiel im Masterstudiengang Digital Healthcare, einem Studiengangsrat, und das ist unser nächster Referent. Er kommt aus dem Bereich der Theologie, ist an der Uni Wien tätig und sein Spezialgebiet ist eben die Ethik im Gesundheitswesen mit Schwerpunkt Technologie, genau das, worüber wir heute reden. Herzlich willkommen an den Herrn Privatdozenten Dr. Andreas Klein. Ja, zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung, vor allem dir, lieber Helmut, auch dazu, dass ich hier einen kleinen Vortrag beisteuern kann aus ethischer Perspektive. Bin ja auch Unterrichtender am Digital Healthcare, habe ein bisschen einen provokativen Titel gewählt, Koevolution Mensch-Technik, Chancen und Risiken aus ethischer Perspektive. Zunächst kurz zur Ausgangslage. Mensch und Technik teilen eine gemeinsame Geschichte. Seit jeher, seitdem es den Menschen gibt, gibt es auch Versuche, Technologien nutzbar zu machen für die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Wobei man dazu sagen muss, Koevolution gibt es mit dem Menschen mehrere. Eine große Erfolgsgeschichte ist die Koevolution Mensch und Hund. Das ist die bekannteste eigentlich, aber Mensch und Technik natürlich auch. Wobei man auch hier dazu sagen muss, einschränkend, diese Entwicklung beginnt eigentlich schon vor dem Menschen, denn auch unsere direkten Vorfahren, Schimpansen und so weiter, versuchen schon mit technischer Unterstützung an Futtermittel zu kommen oder sonstige Vorteile dadurch zu erreichen. Matthias Horx, der heute schon genannt wurde und mit dem ich ja auch das eine oder andere Projekt gemeinsam mache, spricht von Technolution, also diese Kombination von Technik, Technologie und Evolution. Wir haben Technik oder Technologie seit jeher für uns dienstbar gemacht, beziehungsweise versucht, in mehreren Bereichen. Einerseits zur Steigerung von Effizienz und Effektivität. Sodann, und ich werde auch nachher noch ein paar Beispiele bringen, auf die ich mich dann noch ethisch beziehen werde, zur Verbesserung unserer Fähigkeiten, unserer Leistungsfähigkeiten auch, unserer Fertigkeiten. Sodann zur Verbesserung, vor allem im neuzeitlichen Bereich, Technik zur Verbesserung von Qualität, aber natürlich auch von Quantität und auch von Sicherheit, um die Erzeugnisse, die wir hervorbringen, auch sicher zu machen, gleiche Qualität zu garantieren oder wenn möglich Quantitätssteigerungen zu erzielen. So dann natürlich zur eigenen Unterstützung oder jetzt gerade auch im Gesundheitsbereich, auf den komme ich dann noch eigens zu sprechen und auch zur Entlastung, natürlich auch zur körperlichen Entlastung, um Ressourcen frei zu bekommen für andere Tätigkeiten, die wir ausführen können und eher natürlich im neueren Bereich angesiedelt, zur Flexibilisierung, Mobilisierung, Virtualisierung, Digitalisierung und noch einige Sierungen, die man noch hinten anhängen kann. Derzeit können wir davon sprechen, dass wir auf einem ungeahnten Niveau angekommen sind, einer Technologierevolution. Jürgen Habermas, der große, noch lebende deutsche Philosoph, sprach schon in den 80er Jahren von einer neuen Unübersichtlichkeit. Da hat er noch gar nicht davon ausgehen können, was heute, und er lebt ja noch, auf ihn zukommt oder zugekommen ist. Diese neue Unübersichtlichkeit betrifft uns auch im Bereich der Technologien. Es ist kaum jemand mehr, der überhaupt nur annähernd einen Einblick oder Überblick über das hat, was so tagtäglich aus den Labs, sage ich jetzt mal, herausgehauen wird. Ja? Also selbst solche Leute wie wir, die versuchen, noch ein bisschen am Puls der Zeit zu sein, werden tagtäglich mit neuen Innovationen, Erfindungen und Dingen überrascht, die noch kürzlich, das wäre schon gleich das Nächste, eigentlich undenkbar waren. Also wir sind derzeit gerade auch im Gesundheitsbereich an Bereiche angekommen, von denen hatten wir nicht gedacht, dass die überhaupt möglich sein wären. Also eines der kürzesten oder jüngsten zurückliegenden, gerade vor 2 Wochen aufgepoppt, möglicherweise schaffen wir es in nächster Zeit, Trisomie 21 zu heilen. Ja? Also etwas, wo wir gedacht haben, das geht eigentlich so gar nicht. In Amerika neue Erfindung diesbezüglich.
Eben, was kürzlich noch undenkbar war, ist jetzt mittlerweile Realität. Smartphones, Apps, das braucht man gar nicht mehr zu erwähnen, hat längst Einzug gehalten. Tim Cook, der Chef von Apple, hat vor 2-3 Jahren schon davon gesprochen, von einer Explosion von Sensorik und Sensoren. Ich habe es ein bisschen abgewandelt in Expansion, also Explosion gefällt mir dann nicht ganz so gut. Gerade als Ethiker muss man ein bisschen aufpassen. Aber diese Expansion an Sensorik, die wir überall einbauen und vermehrt nutzen können, von Apps, von vielfältigen Schnittstellenmöglichkeiten, Interfaces und Vernetzungen. Das Stichwort ist schon mittlerweile in den Medien, Smarter Living on a Smarter Planet. Wir machen jetzt alles immer smarter, wobei die Frage dann auch schon ist, ob es auch wirklich smarter wird, so mit dem Smiley dazu. Nicht alles ist immer auch smarter, was es smarter verkauft wird. Was für mich aber gerade als Ethiker sehr spannend ist, und das war auch schon kurz Thema heute, dass ganz klassische Bereiche, die wir gedacht haben, wir können das schön schwarz-weiß aufteilen, polarisieren gewissermaßen, die verschmelzen zunehmend derzeit. Gerade so der Bereich Natur und Technik. Es fällt uns immer schwieriger und immer schwerer zu sagen, was gehört eigentlich in den Bereich der Natur und wie sollen wir das überhaupt nennen? Sprechen wir so von Wilderness oder Nature, das sind schon im Englischen unterschiedliche Begriffe. Und was gehört auf die Seite der Technik, vor allem wenn diese Bereiche immer mehr verschmelzen? Ich habe jetzt ein Beispiel gar nicht aufgeführt später, das aber derzeit möglich ist. Man kann zum Beispiel Fischgehirne mit Chips verbinden. Ja, also die können dann die Gehirne über die Chips gewisse Tätigkeiten ausführen, es geht auch mit Fliegengehirnen. Was gehört dann noch zur Technik, was gehört dann eigentlich auf die Seite der Natur oder Natur und Kultur, auch so ein Bereich, aber gerade im Gesundheitsbereich auch, aber auch im Heimbereich, im Alltagsbereich, Realität und Virtualität. Wir haben immer gedacht, wir können so schön Fiktionalität da drüben und hier die Realität, aber die Realität wird selbst angereichert durch virtuelle oder holographische Möglichkeiten. Also wenn Sie die neuen Virtual Reality oder holographischen Brillen von Microsoft oder Oculus Rift anschauen, habe ich nachher ein Beispiel, dann werden diese Bereiche immer mehr ineinander übergehen und diese Auseinandertrennungen immer weniger möglich sein. Spiel und Wirklichkeit. Ja, unsere Wirklichkeit wird zunehmend mit Gamification durchdrungen, so wie es heute heißt. Bringt dann auch noch ein Beispiel, ist gerade für den Gesundheitsbereich sehr, sehr wichtig, im Reha-Bereich beispielsweise Reha-Angebote über Spielmöglichkeiten oder Optionen zu erreichen. Und der Mensch ist immer ein notorischer Spieler. Und das hat er halt von seinen Vorfahren geerbt. Ja. Er spielt, warum? Weil er glaubt, etwas zu gewinnen. Ja. Und da kommt das Belohnungssystem im Gehirn in Gang. Ja. Wir müssen das Belohnungssystem im Gehirn in Gang setzen, um etwas zu erreichen. Das kann man beispielsweise im Reha-Bereich über Gamification, aber auch im Alltagsbereich. Auch im Präventionsbereich natürlich. Ja. Arbeit und Freizeit ist längst ein Bereich, der ineinander übergegangen ist. So dieses Work-Life-Balance haben wir uns weitgehend eigentlich abgeschminkt. Wir arbeiten in der Freizeit und umgekehrt, was Vorteile bringt, aber auch gravierende Nachteile. Also gerade in der Industrie beispielsweise gibt es schon derzeit Überlegungen, Autoindustrie beispielsweise in Deutschland, GM, Mails am Wochenende gar nicht mehr zuzustellen, zumindest ab einer gewissen Chefetage, um auch wirklich Freizeit und Erholung zu ermöglichen. Für die Manager gilt das dann meistens natürlich nicht. Die dürfen das Burnout haben. Auch öffentlich und privat. Ja? Also Facebook hat einmal Nia Warani gesagt, das ist Stasi auf freiwillig. Ja? Also diese Bereiche verschmelzen zunehmend. Wo beginnt eigentlich das Private noch, der Intimbereich beispielsweise? Sexting ist ja momentan ein Thema, wenn Sie das mitbekommen haben. Also privat und öffentlich gehen immer mehr ineinander über, überhaupt innen und außen. Was ich da gar nicht dazu geschrieben habe, zum Beispiel Gesundheit und Krankheit. Ja, immer mehr wird es schwieriger noch abzugrenzen, was ist eigentlich krank, was ist gesund. Wir kommen immer mehr auf ein Konzept von Salutogenese, wo wir von Übergängen eigentlich sprechen, auf einer Skala. Das betrifft uns beispielsweise im Behindertenbereich. Viele der Behinderten oder einige der Behinderungen, ich bringe dann nachher noch ein Beispiel, die gehen einfach davon aus mit dem Motto, behindert ist man nicht, behindert wird man. Nämlich gemacht von den anderen. Ja. Die empfinden sich gar nicht mehr selbst als behindert, sondern als eigene Lebenskulturform. Ja. Ich, du und wir hängt mit öffentlich und privat zusammen, aber eben auch genau die ganze Geschlechterdiversität. Darum habe ich mir ein bisschen
amüsiert über das Eingangslogo, Veranstalterin. Es war ganz schön mit dem Binnen-I, obwohl es eigentlich Institutionen ja waren und keine Personen. Das Binnen-I verwendet man ja gerne eigentlich nur für weibliche Personen. Aber wir haben ja gerade gesehen jetzt mit dem Song Contest beispielsweise, also gerade die Geschlechterdifferenz, die wird sich noch weiter aufspalten. Facebook bietet schon in Deutschland und USA die Möglichkeit, wenn man einen neuen Account anlegt, zwischen 60 Geschlechtern auszuwählen. 60, ja. Also bei mir hört es meistens bei 5, 6 irgendwo auf, ja. So beim Durchzählen bei 60 tue ich mir dann schon alles schwierig, also mit den ganzen Unterstrich und Asteriski und so weiter. Also diese Dinge kommen in Gang, wir müssen uns da neue Sprachformen auch gewöhnen. Ja, wir leben derzeit oder stehen mittendrin, Revolution der Lebensart, ist ein bisschen an meinen Lieblingsphilosophen Immanuel Kant angelegt. Oder angelehnt, der von der Revolution der Denkungsart gesprochen hat, die betrifft uns natürlich auch, aber Revolution der Lebensart. Wir stehen in einer Evolutions- oder Koevolutionsgeschichte zwischen Mensch und Technologie. Wir entwickeln Technik und Technologie, um uns zu entwickeln. Wir haben also hier Wechselwirkungen. Wir tun nicht was nur mit Technologie und ansonsten geht es uns nichts an, sondern die tut auch was mit uns. Ja, wir haben einen Koevolutionsprozess und den haben wir noch gar nicht so genau durchschaut. Also wo geht der hin, welche Welten tun sich eigentlich im Hintergrund auf? Wir sprechen zum Teil schon vom digitalen Selbst, ja, vom Self-Tracking. Beispielsweise kann man den ganzen Lebensalltag tracken lassen über Sensoren, über Wearables, über alles Mögliche, kann mir online Feedbacks holen, wie ich denn eigentlich jetzt besser zu leben habe. Also heute doch ein bisschen weniger Fett essen und ein bisschen mehr Wasser trinken, weil ich dehydriert bin. Und das Monat war noch nicht sehr viel Sex dran, also das wäre auch wieder mehr gut, dann auch zu bessern. Also das kann man sich dann alles natürlich dann so abholen. Ja. Nur eine kleine Grafik und da auch nur der Ausschnitt der Wearables, wo uns das derzeit betrifft. Sie sehen eigentlich in allen Lebensbereichen und zwar nur auf Wearables zugeschnitten. Ja. Security, Safety-Bereich, Medical-Bereich, Wellness, Sport. Sie sehen auch da Gesundheit, Krankheit. Und Wellness, auch diese Bereiche verschmelzen zunehmend. Lifestyle Computing, klar, Communication, Glamour. Also alle Bereiche unseres Lebens können sensorisch durchgearbeitet werden. Fast täglich tauchen da neue Entwicklungen auf. Beim letzten US Open beispielsweise ein neues Hemd für Tennisspieler, voll mit Sensorik. Ja. Der kann sofort abchecken, also soll ich mich auf ein Tiebreak einlassen oder nicht. Lohnt sich das oder brauche ich eine Cola dazwischen? Das kann man dann alles mit diesen Wearables abchecken. Wenn wir jetzt gleich in den Gesundheitsbereich, ich habe nur eine kleine Auswahl genommen, ist wirklich nur eine kleine Auswahl, ich habe vieles weggelassen, erste Hilfe-Drohnen beispielsweise, habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Sensorik wurde schon genannt, ich bringe dann jetzt nachher auch noch ein paar Bilder dazu. Tracking und E-Health, da haben wir schon ein bisschen was dazu gehört, aber gerade der Sensorikbereich wird natürlich, sei es in Reha, sei es um Begleitung, auch im AAL-Bereich beispielsweise, sicherlich sehr, sehr wichtig, vor allem zu Hause leben können, mit technologischer Unterstützung relativ lang zu Hause leben können, wo dann auch Blutwerte, andere Werte, Körperwerte abgegriffen oder zumindest ausgelesen an Ärzte weitervermittelt werden können mit entsprechenden Feedbackschleifen. Robotik, derzeit ein Riesenthema, zwar hauptsächlich, muss man sagen, von der Forschung und Entwicklung her ganz stark in Asien angesiedelt. Und es ist auch interessant, dass Asien beispielsweise sehr viel weniger Berührungsängste hat, was die Robotik angeht, als jetzt beispielsweise Zentraleuropa. Ja, also wir sind da sehr, sehr vorsichtig, was wollen wir die Roboter eigentlich im Alter bei uns haben und was sollen die alles können und nicht können oder dürfen und nicht dürfen. Südkorea, Japan zum Beispiel, die haben da ganz andere Umgangsformen damit. Das hängt auch interessanterweise, das muss ich als Theologe zumindest dazu sagen, auch mit religionsgeschichtlichen Entwicklungen zusammen. Ja? Also zum Beispiel für Japaner ist es kein Problem, einem Roboter Seele zuzusprechen. Ja, warum sie denn eine Seele haben können? Ja? Und vielleicht müssten wir uns das auch einmal irgendwann überlegen, wenn Roboter irgendwann einmal sowas wie Bewusstsein entwickeln. Ja? Dann müssen wir ganz neu über diese Dinge nachdenken. Was dürfen wir dann mit denen überhaupt noch? Autonome künstliche Systeme, künstliche Intelligenz, diese verschmelzen natürlich auch derzeit sehr. Angesprochen wurde schon der Bereich der Telemedizin oder Gesundheitstelematik, da passiert derzeit sehr, sehr viel. Leider auch in Österreich ein bisschen restriktiv, muss man auch sagen, die ganze Zugangsweise. Aber da haben wir dann auch Operationsmöglichkeiten, Zeit
und ortunabhängige Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Arzt und Arzt, zwischen Arzt und Patient, Feedbackschleifen zum Patienten zurück oder Supercomputer im Alltag. Denke nur jetzt an Watson von IBM als Supercomputer. Der war von vornherein auch dafür gedacht, einerseits im Gesundheitswesen zum Einsatz zu kommen, also bei IBM beispielsweise, Evidence-Based Medicine, oder auch bei Operationsassistenz und solche Dinge. Übrigens eine kleine Fußnote dazu zu Watson, der bringt jetzt gerade im Sommer ein Kochbuch selbst heraus. Ja, also wenn Sie es haben wollen, gibt es dann bei Amazon. Er hat es selbst entworfen, hat sich das kulturgeschichtlich angeschaut, hat alles Mögliche zusammengeworfen, hat ganz tolle, leckere Menüs kreiert, die für uns ganz strange sind, aber scheinbar sehr lecker sein sollen. Kommt jetzt im Sommer raus von Watson. Ja, wo wir auch derzeit in Österreich eine Entwicklung haben, zum Beispiel die Verschmelzung von Gewebe, menschlichem Gewebe und Technologie, wo sie Technologien immer mehr an das menschliche Gewebe anpassen können und sich dann auch auflösen können, also gar nicht mehr merkbar sind. Ein Thema, das sehr große Aufregung hervorgerufen hat, vor allem in den USA, ist die synthetische Biologie, also wo es darum geht, künstlich erzeugte Genome herzustellen. Ja, Greg Venter war dann in den 2000er Jahren schon sehr federführend. In den USA ist das überhaupt der Hype, also die machen das teilweise in Garagen, ja, so im privaten Bereich, wir treffen uns und machen künstliches Genom, ja, schauen, was wir rauskriegen, irgendwelche Organismen, die dann erleuchten können und sowas, also von Lichtleben zum Beispiel, ja, die Lichtesser, also vielleicht wird das auch eine Option. Übrigens, so Lichtesser gibt es tatsächlich in der Natur, ja, es gibt so Meeresschnecken, Elysia zum Beispiel, die machen das so, ja, die fressen als Kleiner ganz bestimmte Algen. Und die Algen gehen dann ins Genom über und dann können die sozusagen die Algen selbst Photosynthese betreiben und die Schnecke am Leben halten. Also was gibt es in der Natur, also durchaus. Dann ein Bereich, der für mich auch sehr spannend ist, der ganze BCI-Bereich, Gehirn-Computer-Schnittstelle, Brain-Computer-Interfaces. Da läuft derzeit sehr, sehr viel, vor allem gerade im Therapiebereich. Also zum Beispiel bei Abhängigkeitssyndrome, bei Depressionen. Also direkt mit Schnittstellen in das Gehirn einwirken zu können, um zum Beispiel Muskelaktivitäten zu entspannen oder zum Beispiel dieses klassische Suchgedächtnis, ja, auszuschalten. Ja, das Gehirn lernt ganz schnell Abhängigkeiten. Alles, was gut tut, und die klassischen Suchtmittel tun gut zunächst einmal, speichert das Gehirn sofort ab. Man kriegt es noch ganz schwer wieder raus. Ja, das Entlernen aus dem Gehirn ist ganz, ganz schwierig. Da sind zum Beispiel eine Kölner Gruppe sehr intensiv daran beteiligt, dieses Suchgedächtnis wieder auszuschalten, damit das Gehirn wieder von vorne lernen kann, oder Neurochips. Ja? Also Chips, die man dann ins Gehirn implantieren kann, um geschädigtes Gewebe zu ersetzen. Liegt ein bisschen an der Hand, weil die Neurotransmitter entweder elektrisch oder chemisch sind im Gehirn, und bei elektrischen sind wir eigentlich schon bei den Chips. Ja? Neuroenhancement ist ein Bereich, eher im pharmakologischen Bereich, wo wir unsere Gehirnleistungen mit pharmakologischen Mitteln steigern können, verbessern können. Also Off-Level-Use von Medikamenten zum Beispiel, Ritalin, Prozac, ist in den USA ziemlicher Hammer. In Österreich gibt es ganz, ganz gute Regelungen, die sind nicht wasserdicht, international aber sehr unterschiedlich. Also wo wir Ritalin zum Beispiel, das eigentlich für ADHS eingesetzt wird, nehmen kann, um dadurch enorme Leistungssteigerungen des Gehirns zu vollführen. Ja? Also Studenten in den USA machen das ganz normal eigentlich vor Prüfungen. Ja? Die werfen sich das ein, brauchen 3 Tage nicht schlafen, lernen rund um die Uhr und dann schlafen sie dann ordentlich. Ne? Weil dann sind sie nämlich extrem müde. Oder Emotionserkennung, momentan ein großes Thema, vor allem auch in Asien, über Kameras beispielsweise einfach Gesichtszüge auslesen zu können und zu schauen, was für Emotionen verstecken sich dahinter, um möglicherweise Anschläge auf U-Bahn-Stationen oder sowas abzuwehren. Ja? Weil normalerweise Leute, die irgendwelche Sprengsätze legen wollen, ganz bestimmte Stressoren zum Ausdruck bringen, und die kann man schon zum Teil ganz gut auslesen über Kameras und Datensysteme. Das mache ich nur ganz kurz Bionik, aber Exoskelett ist zum Beispiel sehr spannend, gerade im Bereich Reha. Also Skelette, die angelegt werden an den Körper, um wieder gehen zu können zum Beispiel oder schwere Tätigkeiten auszuführen, auch fürs Bauwesen zum Beispiel. Also es gibt Exoskelette, da kann der Mensch dann 200 Kilo heben. Ja? Einfach nur mit dem Skelett, also für den Bau ist es natürlich toll. Man braucht nur mehr 1 statt 5 Leute. Ja? Ich sage Ihnen gleich ein Bild dazu. Gamification habe ich schon genannt. Virtual Reality in Therapie, in Reha, aber auch in der Prävention.
Oder sowas wie Nanoroboter im Körper. Wir haben seit ein paar Jahren die Möglichkeit, auch das Fraunhofer-Institut ist da ein bisschen beteiligt, in Tabletten Sensoren einzubauen, die dann mitgeschluckt werden. Und dadurch im Körper Parameter auslesen zu können. Es gibt sogar jetzt ganz kleine Mini-Roboter, die sogar kleine Operationen im Körper durchführen können. Ja, zum Beispiel im Auge oder sowas. Die gehen durch die Blutbahn und können schon Parameter auslesen, was man sonst eigentlich nur mit ganz starken Eingriffen machen könnte. Ja. Und der letzte Bereich, der ist ein bisschen spooky, sage ich ganz ehrlich dazu, ist aber etwas, was kommt derzeit. Und zwar genau im Bereich von Behinderungen. Ja. Wo Behinderungen immer weniger als Behinderungen eigentlich wahrgenommen werden, jedenfalls für die Betroffenen, die immer mehr sagen, das ist eigentlich eine Chance, um mich zu optimieren oder vervollkommnen. Ja? Der schwachen Natur, und die Natur ist einmal schwach, ja, auf die Beine zu helfen und technologisch aufzurüsten und hochzurüsten. Ja? Besten Beispiele wären da Pistorius oder Malin, sage ich Ihnen gleich Bilder dazu. Ja? Und die sprechen dann davon, in der Selbstwahrnehmung, zu anderen, bist du noch disabled oder schon enabled oder superabled? Ja? Also hast du dich schon endlich aufoptimiert technologisch oder bist du noch im ganz normalen Naturzustand, ja, im rohen Naturzustand sozusagen? Ja? Habe ich dann ein paar so Entwicklungen nur kurz zusammengetragen auf zwei Folien, es kommt dann noch eine zweite. Oben sehen Sie natürlich das Google-Car, das Sie schon alle kennen, aber sehr spannend zum Beispiel Google Lens, also das wird jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich herauskommen, über Linse den Blutzuckergehalt oder Blutzuckerspiegel auszulesen für Diabetiker, ja, das dann an Apps rückzumelden oder an Arzt rückzumelden. Ich kann dann sozusagen Insulin zugeben oder nicht oder was auch immer. Pflegeroboter, ja, Heberoboter ist natürlich gerade für die Pflege eine enorme Unterstützung, denn die meisten Probleme in der Pflege sind zum Beispiel im Rückenbereich, im Kniebereich, also Abnützungserscheinungen. Da herüben der Robocare oder Care-Robot, so heißt er. Da sehen Sie Computer-Gehirn-Schnittstellen, gibt es auch ein österreichisches Unternehmen, G-Tech, das entwickelt. Da wird das Gehirn und diese Kappe aneinander gewöhnt, das dauert 5 Minuten. Und dann kann man mit über Gedankenströme Devices steuern. Ja, also zum Beispiel Mails abrufen, Computer bedienen und in Zukunft dann eben die ganze Hauseinrichtung damit steuern. Das ist das Ziel natürlich, AAL, zum Beispiel für Logged-In-Patienten. Ja, die also eigentlich nur mehr Gehirnströme haben und alles andere ist eigentlich tot. Da sehen Sie so ein Exoskelett zum Beispiel. Ja. Das wird einfach angelegt, wird immer feiner. Momentan sind die schon so weit, vor allem in den USA. Das schaut nur mehr aus wie ein Batman-Anzug, so ungefähr. Ja. Kann aber genau die gleichen Dinge wie so ein schweres Skelett. Ja. Watson in der Mitte da natürlich und solche Schnittstellen, künstliche Gelenke zum Beispiel, die nur mehr über Gehirnfunktionen gesteuert werden, dazwischen Oculus Rift, ja, also wird in den USA schon eingesetzt für posttraumatische Erlebnisse, Kriegserlebnisse zum Beispiel, Kriegsveteranen. Ja, zum Teil sprechen wir vom Homo Protheticus. Karin Harasser hat kürzlich, oder schon vor ein paar Jahren eigentlich, dieses sehr spannende Buch Körper 2.0 über die technischen oder technologischen Erweiterungsmöglichkeiten des Menschen. Das ist zum Beispiel ein sehr spannendes Beispiel, Paralympics 2012 in London, das ist eine Selbstdarstellung der Paralympics-Teilnehmer. Ja? Meet the Superhumans. Ja? Wir sind nicht mehr die Hinterbänkler der Gesellschaft. Ja? Wir sind X-Men Next Generation. Ja? So schaut das aus und so wollen die das auch verstanden wissen. Da müssen Sie sich das Video dazu anschauen, ganz, ganz spannend. Ja? Kommt drin noch vor, vergessen Sie alles, was Sie bis jetzt von Gesundheit geglaubt haben zu wissen. Ja? Ja, Bionik da oben, also künstliches Ersatzteillager. Das sind Dinge, die entwickelt werden, zum Teil schon gibt. Ich komme zu meinem Schluss. Natürlich als Ethiker hat man ein paar Rückfragen. Wir werden uns in Zukunft natürlich fragen müssen bei diesen Entwicklungen, was wird überhaupt unser Platz sein in diesem Technoversum? Ja, wo werden wir uns ansiedeln? Wie werden wir mit diesen künstlichen Systemen eigentlich umgehen? Wie werden wir mit ihnen interagieren? Werden wir sowas brauchen, was es zum Teil schon gibt, sowas wie Robo-Ethik? Ja? Und zwar Ethik gegenüber künstlichen Systemen, aber auch umgekehrt, die künstlichen Systeme uns gegenüber. Wir werden es wahrscheinlich zukünftig hinbekommen müssen, miteinander in einer Gesellschaft auszukommen. Ja? Wir werden uns aber vor allem die Frage stellen müssen, wer sind die Gewinner, wer sind die Verlierer von neuen Technologien? Meistens sind es dann doch zunächst einmal die privilegierteren Schichten in einer Gesellschaft, die davon profitieren. Bis es dann sozusagen auch bei anderen
Bevölkerungsanteilen ankommt, schaffen wir es tatsächlich, die Steigerung des Gesamtwohls in einer Gesellschaft zu heben? Oder gibt es auch da immer wieder Gewinner und Verlierer? Ja, Zusammenleben habe ich schon genannt, das ist für mich eines der spannenden Dinge, vor allem wenn dann noch künstliche Systeme sowas wie Bewusstsein oder zumindest Emotionen entwickeln. Und warum sollte das ausgeschlossen sein? Ich sehe zumindest keinen prinzipiellen Grund, der dagegen sprechen würde. In ethischer Hinsicht müssen wir uns dann natürlich immer fragen, welche Wirkungen, Auswirkungen oder Nebenwirkungen haben neue Technologien auf zum Beispiel die Umwelt, auf die Arbeit, auf Gesellschaft, auf bestimmte Gruppen. Ja, es gibt da vulnerable Gruppen beispielsweise. Auf Energie, auf Gesundheit natürlich, auf Verkehr, Sicherheit, persönliches Leben, Alltag und so weiter. Wir brauchen umfassende Verträglichkeitsprüfungen. Im Gesundheitswesen nennt sie das Health Technology Assessment. Das brauchen wir verstärkt noch, um zu sehen, was Technologien in unserer Umwelt eigentlich für Wirkungen erzielen oder erreichen. Vor allem, das wäre für mich natürlich das Thema, frühe Einbindung ethischer Fragestellungen. Derzeit als Ethiker haben wir den Nachteil, immer hinterher zu hinken. Wir warten, was kommt raus und dann fangen wir mal an zu diskutieren und sind dann immer schon zu spät, weil schon die nächsten Entwicklungen anstehen. Darum wäre es eigentlich gerade gut, was ja auch in unserem Bereich versucht wird, Studierende, also Technologieentwickler, mit einzubinden in ethische Fragen. Ja? Dass sie selbst also von sich aus mit ethischen Fragen auf den Plan treten. Ich vermisse das leider sehr häufig mit Technologieentwicklern. Die haben meistens gar keine solchen Fragen. Die finden es alles super und glas und toll. Ja? Und wenn man dann ein paar Rückfragen stellt, dann kommt bald raus, das haben sie sich eigentlich noch nie überlegt. Ja? Wir brauchen sowas wie Sicherheitsnetze, vor allem Evaluierungen, also auch rückwirkend. Was für mich ein wichtiger Punkt wäre, wären kleine Umsetzungsschritte. Immer zu schauen, was macht das im kleinen Bereich, was für Auswirkungen hat das und immer weitere Freisetzungsmöglichkeiten dann einzuräumen. Vor allem, jetzt kommt dann noch der Jurist ja auch noch, rechtliche Rahmenbedingungen. Ja, wir müssen auch das Recht ziemlich früh einbinden und abschließend meine Thesen. Bei vielem stehen wir noch am Anfang. Wenn wir sehen, was in den letzten Jahren passiert ist, dann müssen wir uns darauf einstellen, da stehen wir noch bei vielem sehr am Anfang. Es überrollt uns teilweise auch. Aber jeder von uns gestaltet Zukunft mit. Wir müssen Ängste benennen, aber auch falsche Ängste ausräumen. Falsche Ängste ist ja ein bisschen ein schlechtes Wortspiel, muss man sagen. Aber es sind immer viele Ängste auch in einer Bevölkerung, in einer Gesellschaft da, die eigentlich keinen Referenzpunkt haben. Ja, also grüne Gentechnik, sage ich jetzt einmal, gerade in Österreich mit geschwellter Brust, ja, Riesenängste, keiner kennt es in der Genetik aus. Ja. Altes Problem, wir müssen Werte formulieren und unsere Zielperspektiven darauf einstellen. Wir brauchen vor allem diese kritische Reflexion auf jeder Ebene, auch von Technologie und Entwicklungsherstellung und Verantwortung proaktiv wahrnehmen. Das ist für mich gerade momentan ein Punkt, wo ich sehe, Verantwortungen werden eigentlich sehr gern weitergeschoben. Ja, wer hat eigentlich die Verantwortung am Schluss? Immer niemand. Ja, es wird also Verantwortung ausgedünnt, Verantwortungsbereiche und Zuständigkeiten. Das fällt mir in vielen Bereichen, auch im Bankenbereich beispielsweise, ganz stark auf. Und abschließend ethische Kompetenzen stärken in Ausbildung, in Fortbildung, in Studien und so weiter, damit wir sozusagen als Ethiker nicht alleine bleiben, sondern auch ganz starke Verlangsam, die solche Fragestellungen erörtern. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank von meiner Seite. Ich habe schon einiges Gemurmel gehört während dem Vortrag. Ich glaube, Sie werden zahlreiche Fragen beantworten müssen oder dürfen während des Mittagessens. Wunderbar, dass Sie hier sind.